Silla, willkommen zurück zu Gothic 3, den Spiel, wo wir wieder zurück im Dorf Adea, ach, das ist wo Adea sind, wo anscheinend unsere Gefährten immer noch auf uns lauern. Aber irgendwie hat sich das ein bisschen verändert. Die Stadt ist wesentlich lebendiger geworden in den letzten 3 Sekunden. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Boah, ob das hatte ich auch mal wieder richtig Bock. Schreibe ich wieder auf meine Einkaufsliste? Ja, das hab ich ja. Das sagte ich mir auch. Und dann war ich nämlich im Supermarkt und hab das gekauft. So, Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Hat der schon mal die Augen aufgemacht? Lass dich nicht unterkriegen. Ja, yeah, nice. Befreiter jetzt erstmal ein bisschen was rauchen. Wir reden später. Ach, die Dialoge von den NPCs sind ja auch... Vor allem stehen hier Königsträume dran. Pass auf dich auf. Aber der Dorfschulz steht auch noch gut, hier. Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Ah, yeah. Zeig mir deine Waren. Deine Weltkarte. Aber er hat auch noch die drin, ne? Die kann ich mir direkt mal mitnehmen. Ja, anders, ich finde, die noch so einige brauchen würde. Gibt es hier noch irgendwelche Named NPCs, mit denen ich reden kann? Ey, frecker Rebell. Und die Adjektive gehen auf jeden Fall nicht aus. Langweiterkämpfer, Miliz, königstreuer Rebell. Jetzt brauche ich mir erstmal was zur Entspannung. Ey, was haben denn diese. Wer ist denn auf diese Idee gekommen, diese Dialoge einzusprechen mit erstmal was rauchen, erstmal was essen? Ich meine, hallo? Was ist denn aus? Hallo, Grüße geworden. Der meine, das ist ja irgendwie unlogisch, oder? Es gibt ja nur wieder Ärger. Gab es hier draußen eigentlich noch welche? Ich müsste übrigens noch die scheuen Hirsche jagen. In der Hoffnung, dafür irgendwie Jagdgeschick zu bekommen. Am besten du hältst dich da raus. Ja, ja. Raushalten, genau. Miliz. Also es scheint nicht so, als würde man hier irgendwie noch mit irgendjemandem reden können, ne? Die Orks sind ja freundlicher. Ja, zumindest kann man mit den Orks reden. Also ich bin schon Orks wegen, die mich nicht direkt töten wollten. Was ja eine wesentliche Verbesserung ist im Gegensatz zu vorher, ne? Ist das hier jemand... Ja, hätte da hier jemand hinterm Tresen sein müssen und die Person ist einfach nur tot, weil ich in der Dia das im Menü rumgelesen habe? Ansässiger Händler, der ist neu, oder? Ich weiß, Mann, ich weiß. Zeig mir deine Guck mal, der hat auch Dietrich, ja. Ich brauche vor allen Dingen eigentlich... Oh, guck mal, das Bratenfleisch ist richtig was Geld wert. Warum haben denn hier alle Leute mal Bolzen? Das stimmt mit denen nicht. Was soll denn das mit diesen ganzen Bolzen? Ich brauche damit schon. Abwarten. Ich werde einfach abwarten. Genau. Was man so rumerzählt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hier, die Schmiede ist aber auch leer. Also hier hat es nicht unbedingt einen Schmied, den ich rekrutieren kann. Ich muss wahrscheinlich dann wirklich mal nach. Doch, warte mal. Talentierter Schmied. Wie? Zeig mir deine Warum rennt der Rubinklinge? Eieiei. Warum rennt denn ein talentierter Schmied? Klingenbolzen? Verdammt scharfe Bolzen, achso. Der verdammt talentierte Schmied rennt hier in den Dorf rum und 5 Meter vor ist nur Schwertkämpfer. Also das brauchen wir auf jeden Fall, sonst wird es hier nichts. Wir brauchen auf jeden Fall noch mit die Stärke. Ich weiß, Mann, weißt du, die Rebellenhauptzentrale in Redorg hat halt nicht einen einzigen Schmied, also die sitzen da quasi im Trockenen von der Versorgung her. Und die Leute hier in diesem komischen, total unwichtigen Dorf, was auch jederzeit überfallen kann, da ist der wertvolle Schmied. Wenn ich mich recht entsinne, waren in früheren Zeiten waren die Schmiede und die Schmiedesöhne respektiv, glaube ich, auch von Militärdiensten zu Zeug ausgenommen. Was halt irgendwie saupraktisch ist, ne? Also wenn du so jetzt Kind eines Schmiedes bist. Aber dafür konntest du halt eigentlich nicht Schmied werden, wenn Dings... Ach, ein Scavenger hier noch, ist schön. Konntest halt nicht Schmied werden, einfach so. Das ist generell so in dem Mittelalter. Das ist, also ich meine, je länger man so über Mittelalter nachdenkt, desto weniger romantisiert man das. Aber so im ersten Moment könnte man ja tatsächlich dazu neigen, irgendwie sagen, oh naja, also fehlende Sanitäranlagen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie in so einem Dorf aufwächst, dann ist das halt auch nicht so geil, ne? Weil wenn du das, wenn nicht gerade der Dorfschmied bist, sondern wie nur 15 Bauer, da kommt halt irgendwann, der König selber kommt natürlich nicht vorbei, aber einer seiner Männer kommt vorbei, zieht dir halt die Kinder mit. Also zumindest deine Söhne, den du eigentlich im Bauern vererben wolltest, dann ziehen die mit den Krieg mit. Dann kommen die entweder komplett zerstört zurück, ja nicht, oder vielleicht auch doch, wisst ihr nicht. Generell überhaupt scheint das irgendwie nicht so geil zu sein. Oh, da sind die, warte mal, das ist, Oh, ficken. Hallo, Namen so Hit, willst du bitte das Shredder gefangen?
hätte das vielleicht im Nahkampf hauen sollen, hätte ich, glaube ich, bessere Chancen gehabt. So, ich warte jetzt mal das Gift aus. Das kann ja nicht so ewig gehen, oder? Sehe ich das irgendwo? Oder ist das so Gift im klassischen Sinne, indem man einfach stirbt? Hm. Hey, das ist doch das Wichtigste im Game. Wenn das erobert ist, ist alles verloren. Ja, bestimmt. Bestimmt wird es so sein. Was ich ja, ich wollte doch eigentlich mit den Jäger reden und hier nicht irgendwelche Wölfe umhauen. Oha. Beziehungsweise eigentlich. Warum sind denn die überall Blutfliegen? Eigentlich will ich weder die Wölfe jagen, was ja sowieso keine gute Idee wäre, sondern Hasen. Das stimmt natürlich gar nicht. Eigentlich will ich die Scheunen. Da! Ah! Och, ficken, ey, diese scheiß Blutfliegen, das ist echt. Ach, diese Blutfliegen sind echt oll. Die machen überhaupt keinen Spaß mit diesem dummen Gift, wer sich das ausgedacht hat. Esse ich jetzt hier wieder 5 Brocken Fleisch? Die Musik geht an. Hasen jagen. Ja. Eine gute Besserung an den Hintergrund. Ach, der Hintergrund hat bloß ein bisschen wenig Wasser getrunken. Nein! Ah. Halt ab, ihr Drecksviecher! Ich bin gerade nicht in der Verfassung, mich mit irgendwelchen Wölfen zu betteln. Ich werde hier wohl sterben, nehme ich an. Naja, darauf erstmal ein guter, saftiger Kantenfleisch und dann läuft das aber auch wieder. Weißt du, ich will eigentlich nur diese scheiß Hirsche jagen und sonst nichts. Och, da hinten springen ja auch wieder Wölfe. Och. Och. Ja, na, du seid, das war bestimmt ein super Plan. Kann ich mich hier irgendwo auf den Felsen stellen? So, meine lieben Wölfe. Nö. Ah! Och, och, wie unfair ist das denn? Mit dem Pfeil sehe ich nie wieder. Also die 3 Pfeile eigentlich. Ey, ich will eigentlich nur diese dummen scheiß fucking Hirsche jagen. Warte mal, da hinten gibt es noch die Orks. Die sind bestimmt auch keine Hilfe. Kann ich da hinten vielleicht aufs Hausdach klettern? Meine Hauptsache, die dummen Hirsche können halt, dummen Würfel können mir halt hochspringen. Och man, hör nämlich irgendwann mal auf zu verfolgen. Ich will nicht bis nach Adia rennen. Ich glaube, oh, hallo. Ja, klar könnt ihr mich umwerfen. Also auf Dauer geht mir dabei echtes Fleisch auf, wenn ich so weitermache, ne? Ich hätte immer noch diese... Oh, da sind ja noch mehr Wölfe. Oh. Oh, ja klar könnt ihr mich umwerfen. Hallo. Oh, hallo. Warum können die mich denn andauernd umwerfen? Das ist halt so scheiße. Und das ist schon das Verbesserte, ne? Das muss... Also ich kann mir nur vorausmalen, wie schlimm das früher gewesen sein muss. Dass sie dich halt dauerhaft eigentlich quasi gestaggert haben, dass du nichts mehr bekommen willst. Obwohl, ich komme hier eigentlich auch zu nichts, ne? Oh, das gab's jetzt nicht. Alter, das ist Leute. Hallo. Ey, das ist, ich kann nicht durch... Weißt du, ich hab mich da gerade rangestellt und das... Und meine Überlegung war gerade, ich stelle mich an diesen Felsen daran, damit die Viecher, also an diesen Wegpunkt hier, damit die Viecher mich nicht durch die Wand angreifen können. Und was passiert? Die können mich durch die Wand angreifen, aber mir prallt das Schwert ab. Du hast ernsthaft die Dokumentation von HTML gelesen? Hättest du nicht ausgereicht, du hättest dir ein paar Beispiele angeguckt und die kopiert. Die spawnen hier nicht die Leichen? Achso, wahrscheinlich die nicht gelooteten Leichen, die spawnen nicht. Vor allem ist HTML denkbar einfach, muss ich wirklich sagen. Ist ja nur eine Auszeichnungssprache. Ja, natürlich, beim ersten Schlag. Och, das ist doch so behindert. Und ja, natürlich, so viele Blutfliegen. Kann man das irgendwie leveln, dass man nicht umgeworfen werden kann? Okay, lieber Held, wir ziehen einfach 20 Mal die Waffe rein und raus und dann irgendwann sterben wir dann. Weil wir zu beschäftigt sind, die Waffe weg und reinzustellen. Ich hätte übrigens gerade eben noch 50 Fleisch. Meint ihr, Gothic wäre ein Klassik geworden mit einem Jahr meiner Entwicklungszeit? Ich weiß nicht. Ich dachte, hatten die nicht irgendwie Geldprobleme oder so? Ja, ist halt schwierig. Also, das ist. Wann kam das raus? 2006? Was kam denn 2006 noch so raus? 2007 oder müsste Mass Effect rausgekommen sein, ne?
Also das spielt, ich finde, das spielt sich sehr wie Ego Draconis, genau, also Divinity 2. Das war auch so vom Spielstil. Da warst du ein bisschen weiter rausgezoomt. Quasi so hat sich das die ganze Zeit gespielt. Aber im Großen und Ganzen war das genau wie das hier eigentlich. So vom Spielgefühl her. So Third Person rumlaufen. Ein bisschen umherspringen. Das war vielleicht ein bisschen schneller und dynamischer und du konntest besser von den Gegnern wegrennen. In Ego Draconis war es bloß so, dass Bögen absolut overpowered waren. Und da gab es auch dieses tolle Feature, dass sich Gegner stunlocken konnten. Oder halt die Stunts waren sowieso, also es war ein bisschen, das hatte ein bisschen mehr Lebenspunkte-Zeug. Aber das konnte da durchaus vorkommen, dass dich halt irgend so ein Pfeil, da gab es so ein Stun-Pfeil, da hat er einfach mal 10 Sekunden Stun gemacht. Da ist dann nichts mehr passiert. Das war auch ein bisschen dämlich. Ich will das Lernen nicht patchworken. Ja, aber exploratives Lernen. Du setzt ja ein Projekt und fängst an. Dokumentation lesen. Nobody got time for that. Zeig mir. Okay, das, über den kann ich hier nicht reden. Ich könnte hier das selbst mieten. Ja. Ork-Armbrust. Genutzt. Ja, das ist halt. Also, einer meiner Zuschauer hat schon gemeint, dass das diese komische Hirsch-Quest war der größte Scheiß. Und ich sehe ein, dass es so ist. Ich hätte die Hirsche, wo ich sie noch sehen konnte, alle schnell per Konsole oder so umbringen müssen. War Joe Wood? Was weiß ich. Und dann hätte ich das lassen sollen. Warte mal, da unten war noch mein Crawler nicht, oder? Ich bin noch jetzt. Habe ich diese Truhe von gar nicht geplündert? Guck mal, ein Dietrich. Und ein schwarzer Roba. Muha. Was machen die Drogen eigentlich? Ich habe übrigens schon lange kein Spiel mehr gespielt. Mana plus 20. Wow. Und mehr. Was? Das Sumpfkraut macht mehr Ausdauer? Wie funktioniert denn das? Man muss sich ansneaken? Ja, aber das ist scheißegal, weil ich krieg die ja nicht mit einem Schuss getötet. Das macht ansneaken halt direkt. Was war denn das hier eigentlich? Irgendwas war hier drin. Ich glaube, das war mein Crawler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach nee, das waren irgendwelche komischen Lemuren. Lurker. Das sind vor allen Dingen 4 Lurker. Besonders stark sind sie ja nicht. Da! Ne? Da! Okay. Besonders stark gegen Leute mit einem Pfeil, mit Pfeil und Bogen sind sie nicht. Können die irgendwann auch mich verfolgen? Anscheinend nicht. Ich will jetzt hier auch nicht zu weit rennen, weil dann stehe ich wieder. Ich gebe das Fleisch aus, das ist ein Problem. Bisschen wie Frösche, ne? Der hat noch gar keinen Schaden genommen. Das ist ja die natürlich. Ich glaube, wenn ich mehr durchziehe, stagger ich die doch ein bisschen. Also es bringt doch was durchzuziehen. Ich sollte mir das vielleicht mit dem Bogenschießen doch nochmal ganz schön doll überlegen, weil die bringen sich nur 80 XP, das ist echt voll wenig. Aua! Hä? Das sind wahrscheinlich Lurker. Ja. Aber an dem Fall komme ich jetzt nicht dran. Aber bringt das was in den Kopf zu schießen? Obwohl die meisten Pfeile enden sowieso im Kopf. Irgendwie? Ich glaube, die kommen mir nur so Hallo? Die kommen mir, glaube ich, nur so schwach vor, weil mich die meiste Zeit nicht trifft. Na gut, wir haben diverse Lurker getötet. Die Gossekrechts liegen sogar bei Piranha Bytes wieder, weil die Rechte von Joe Wattor verloschen sind. THQ hat 2019 Piranha Bytes gekauft und haben die Gossek-Lizenz. Ja, aber gut. Jetzt weiß ich ja natürlich nicht, wie Gossek 3 enden wird. Aber warum fand das nochmal gut? Ich meine, der Charme an Gossek 2 war ja nicht doch diese recht beschränkte Prämisse und das ist halt irgendwie. Ich meine, weil das ja auch mal gut ist mit einer Weiter. Ich meine, Gossek 2 hat das noch irgendwie ganz gut gemacht, aber halt die Insel, da war halt wieder mehr und dann hattest du halt noch dieses Zurückblitz-Dings, dass du halt wieder ins Minental konntest, okay. Aber irgendwann muss ich auch mal Schluss sein, ne? Weisen war ein Projekt von Deep Silver. Und Alex war unter THQ Nordic. Ja, aber Alex bin ich mir immer noch nicht, ob ich das wirklich als gutes Spiel empfand. Das hat halt so ein paar lustige Dialoge gehabt, aber an sich war das halt. Also, es hat halt dieses. Das hat sich sehr angefühlt wie Gothic, muss ich ja sagen. Also, es war so.
Hat die dich verbraucht für Krankheit übertragen? Das Opfer wird von einer Krankheit heimgesucht, die seinen Angriff verlangsamt. Vergiftung heilen. Fernheilung. 17 Gold. Also die 17 Gold finde ich sind so ein bisschen hohn, ne? Also ich meine, der Dietrich kostet auch so schwer. Ach man, ey. Oh warte, ich könnte ja Robert, ach nee, der gibt mir nicht dauerhaft Mana plus 20 oder so spontan, sondern der gibt mir ja nur jetzt. Also er regeneriert 20 Mana. Mir ging es mehr um das Remake von THQ, was kommen soll. Ja, das finde ich, wie gesagt, nicht so überzeugend, weil das ist so ein bisschen wie das hier, ne? Weiß mal, Tacheles, wo ist denn jetzt eigentlich das letzte Scheuerie? Also, es könnte eigentlich nur noch eins geben. Oder kann ich die Quest nicht erfüllen, weil ich es nicht getötet habe? Hm. Nicht sollte, sondern könnte. Ach ja. Naja. Wie immer sei, zurück zu Alex, das habe ich mir immer ein bisschen unsicher. Das war halt. Das hat sich halt genauso seltsam. Geht das mir? Kämpfen die gerade. Ach nee, die kämpfen wieder gegen irgendwelche Viecher. Zu zehnt irgendwie gefühlt. Ich soll doch noch irgendwelche Waffenbündel klauen, habe ich gehört. Das bringt nichts. Nicht mehr als Kampf. Och man, das ist so. Ich hasse diese behinderten Kackblutfliegen. Das kann doch nicht sein, dass ich mich immer beim ersten Schlag. Das ist auch. Blutfliegen sind so kacke. Warte mal, ich sollte die ja vielleicht töten, bevor das Gift nachlässt. Junge, hör auf zu essen. Weißt du, die können nichts? Die halten nichts aus. Lass mal das Gift langsam mal nachlässt. Fertig kann ich nicht looten. Das ist eigentlich das Allerschlimmste an den Viechern. Mich sehen. Zu schwer. Oh, toll. Jetzt hab ich mich da extra rangeschlichen. Karnswille, ja, ja. Na gut, also wir wollen anscheinend nicht in diese Richtung. Na gut, dann gehen wir doch mal nach Kapdun, wo wir anscheinend vielleicht doch neue Schätze. Das regt mich auf. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit diesen dummen Hirschen. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich kann mich an die Viecher vielleicht ranschleichen, aber das bringt mir halt auch nichts, weil die sind nicht nach einem Schuss tot, sondern erst nach zwei. Und dann hoppelt dieser dumme Hirsch einfach davon und dann ist er viel zu weit weg. Du kommst ja nicht mal mit den Pfeilen hinterher, weil die Bögen halt irgendwie viel zu wenig Reichweite haben für das, was die Hirsche an Geschwindigkeit drauf haben. Und irgendwo ist jetzt halt irgendwie noch so ein scheuer Hirsch, der hier irgendwo, keine Ahnung, wo sonst wohin gehoppelt ist. Und die kommen anscheinend nicht wieder zurück, da wo sie herkamen. Da oben hast du ja tonnenweise Wölfe. Oder aber alternativ, die Hirsche sind zwar alle tot. Ich habe noch 19 Fleisch, ich hätte so viel Fleisch. Ich dachte echt, ich stehe gut da. Ich habe jetzt auch einige Kämpfe genommen, die echt verlustreich waren, ne? Was ist das da hinten für eine Höhle? Ach, das ist der Höhenausgang wahrscheinlich, oder? Oh, ein Wolf. Sehr gut. War ich hier schon? Ja. Zu schwer. Mist. Ich glaube, ohne Schlüsselkranken kommen wir nicht davon, würde ich sagen. Das muss her. Waldbeere. Ach, jetzt stehen sie da. Okay, das ist also das. Oh, Herrscherkraut, sehr gut. Das ist jetzt also das Tor hier. Warte mal, ich könnte die Wölfe da reinloggen in die Wache. Dann kriege ich doch bestimmt Fleisch von denen hier. Guck mal hier. Pup, 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 pup. Wenn die XP bringt, interessiert mich nicht. Oh, guck mal, da wäre auch eine Heilwurzel gewesen. Jetzt bist du dran. Oh, es sind Banditen. Oh, ich bin doof. Das ist nicht der andere Ausgang. Das sind Banditen. Das Beste ist... Bleib stehen! Niemals. Ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen kann ich gar nicht rennen. Na gut. Dann werde ich hier wohl tot lähmen müssen. Banditen sind aber auch gut. Es ist sogar noch besser gewesen, wenn ich da jetzt die Würfe reingelockt habe, was ich leider nicht habe. Nun gut, dann kümmern wir uns mal um diese Banditen da vorne.